Bei einem Unfall sind am Sonntagmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Auf der Krimitschauer Straße nahe Zwickau hatte eine 41-jährige Corsa-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Opel geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr in den Straßengraben und überschlug sich. Dabei erlitten die Frau am Steuer und ihr 42-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Der Schaden beträgt 5.000 Euro. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.